Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute testen wir mal wieder ein wirklich billig Produkt. Und zwar, meine Erwartungen gehen wirklich gegen Null. Ihr wisst, ich habe bei mir in meinem E91 den Performance-Schaltknopf verbaut. Den lege ich euch ja jedes Mal ans Herz, weil der bis 60 bis 70 Euro kostet. Original, richtig geil. Ich mag das halt, so einen kleinen Schaltknopf zu haben. Ich mag das. Aber Freunde, ich habe mich mal wieder nicht lumpen lassen und habe mir von Amazon so diese M-Paket günstig Schaltknaufteile geholt. Und zwar, ich habe es extra noch nicht geöffnet. Ich will das jetzt hier live machen und meine Reaktion einfangen. Ich habe aber so zwei, drei Leute in meiner Community, die der Meinung sind, das Zeug, also die Dinger sind gut. Ich kann es mir nicht vorstellen. Der originale M-Schaltknauf mit Schaltsack kostet, glaube ich, 180 Euro. Und das Ding kostet 13 Euro. Ja. Ja, Freunde, ich bemesse dem Ganzen eine unfassbar große Qualität. Kappa. Ja, ist auch schön, dass hier Informationen zum Hersteller. Xing Xing, Hi Hai, Shung Son, Tai Si, Shang, Wuki, Ying Yu, Xian, Kong Su. Warum macht man das auf das Produkt drauf? Naja, ist egal. Ist by the way von Amazon und ihr habt hier eine angenehme Lieferzeit. Ist natürlich ein feinstes Dropshipping-Produkt, Freunde. Keine Frage. Ich bin aber sehr gespannt, ob das Ding vielleicht doch was kann. Erstmal. Okay. Habe ich mir schlimmer vorgestellt. Ich zeig's euch mal. Ja, okay, da geht's schon los, Freunde. Das habe ich schon so ein bisschen in den Kommentaren gelesen, in den Bewertungen. Ich habe nämlich einen ganz anderen bestellt. Nicht so einen, sondern einen mit diesem Original M-Ding. Übrigens, ich habe 6 Gang bestellt und 5 Gang ist angekommen. Also es stinkt schon ein bisschen so nach China, aber es geht. Und jetzt auch die Qualität. Also ich würde jetzt, wenn ich sagen würde, die ist scheiße, würde ich lügen. Also so geil ist sie nie, aber direkt schlecht ist auch nicht. Man hier noch so ein kleines, sieht man das hier? Wenn ich einen 6-Gang habe und ich bestelle 6 Gang und ich kriege einen 5-Gang mit einer ganz anderen Haptik hier oben. Ey, Freunde, da hört für mich der Spaß schon auf. Aber wir könnten jetzt mal was machen. Und zwar ziehe ich jetzt mal kurz meinen Schaltknopf hier runter. Wenn wir den schon einmal hier haben, ich hätte den eh nie behalten, weil wer hängt sich einen 13-Euro-Schaltknopf in die Karre? Wenn wir den schon einmal hier haben, lass uns mal die Qualität wirklich mal testen. Das ist der originale, also das ist der Performance-Schaltknopf, mit dem ich sehr, sehr zufrieden bin. Ich meine, okay, der ist jetzt oben hier mittlerweile schon gut gedamaged. Hier so. Aber den habe ich auch schon ein bisschen länger. Alcantara, fässt sich geil an. Ich mag das Ding wirklich sehr, sehr überzeugt davon. Bin mal gespannt, ob der überhaupt hier drauf hält. Hält ja nicht mal richtig hier drauf. Ich weiß jetzt nicht, was ich dazu sagen soll, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, ich probiere den mal aus. Ja, das sieht so billig aus, das ist so ekelhaft, wirklich. Guckt euch das mal an, das ist so, das ist jetzt nie, also ich will jetzt nie judgen oder so, ne? Aber so, dieses Ding hier, das sieht so günstig aus, dann dieses Gelbe hier so, das sieht so komisch aus. Diese Spaltmaße hier, mega komisch. Was ich sagen muss, ich finde diese Lederqualität hier echt gar nicht mal so schlecht. Ich weiß zwar jetzt nicht, wie lange das jetzt wirklich hält und wie man das dann reinigen kann, aber ich hätte es mir schlimmer vorgestellt. Ich hätte gedacht, dass jetzt hier so ein wirklich so ein richtiger Müll kommt. Aber so von der Haptik her und so, gar nicht mal so schlecht. Also Real Rap, der Schaltknauf, dieses oben hier, diese M-Streifen und so, das schreit natürlich alles nach China. Also wirklich. Freunde, lasst uns mal eine Runde drehen damit. Ich bin sehr gespannt. Für mich natürlich jetzt ungewohnt, diese Krümmung hier hinten wieder zu haben, weil im Vergleich natürlich
Der Performance-Schaltknopf geht natürlich ist einfach gerade, wo man hier hinten noch so diese... Für mich ist das immer so ein Busfahrer-Schaltknopf hier, finde ich. Aber naja, gut. Let's test this one. Ich hoffe, der scheiß Schaltknopf hält jetzt. Ich hab Bock irgendwo, dass mir das scheiß Ding abfliegt jetzt. Das wäre echt mies. Das Ding ist actually gar nicht mal so scheiße. Ich verstehe auch Leute, die sagen, der Performance-Schaltknopf ist mir zu klein, weil du hast halt hier bei ihm hier, hast du halt hinten hier diese Wölbung drinne, was sich halt richtig gut in die Hand einschmiegt. Ich habe es vor allem gemerkt, jetzt wenn ich in den Rückwärtsgang schalte und so nach rechts überdrücken muss, dass es dann doch schon der bessere, also der vielleicht der angenehmere Schaltknopf ist an sich. Irgendwie gibt er mir Busfahrer-Vibes, ich weiß auch nicht warum. Aber, also er ist halt auch nie 10 von 10 verarbeitet. Ich meine, wenn der bei Amazon 13 Euro kostet, wisst ihr, was das Ding in der, also was das Ding in China kostet. Ja, ne, 2 Euro, wenn überhaupt. Aber dafür bin ich echt, was die Lederqualität angeht, echt überrascht. Von der Haptik her ist das echt gar nicht mal so schlecht. Ich meine, klar, das Ding hier, das sieht scheiße aus wie Sau. Hier ist das Plaste, das ist der letzte Dreck. Und es fässt sich auch extremst kacke an hier alles. Und das ist auch übelstes komisches Spaltmaß und alles komisch. Aber, und jetzt kommen wir zum Resultat, Freunde. Ich kenne meine Community, ich kenne euch. Ich weiß, ich kann nicht von mir ausgehen, der einen tieferen E91 fährt mit M-Paket, mit schönem Lenkrad und, ne. Es gibt auch Leute, die fahren zum Beispiel jetzt mal als Beispiel einen E90 Vorfacelift ohne M-Paket und ich glaube, da 200 Euro in den Schaltknopf, in den M-Paket-Schaltknopf zu investieren, ich glaube, da gibt es Baustellen. Es kommt hier irgendein Typ vorbei, der denkt sich, Alter, der filmt sich mit der fucking Kamera. Ist mir auch scheißegal. Ja, bei den Leuten gibt es andere, also die legen da vielleicht auch gar nicht so Wert drauf. Und ich glaube, da kann man den Schaltknopf sogar mit ruhigem Gewissen nehmen. Wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt 1000 Euro zur Verfügung, ich stecke das in das Auto, ich will da cool M-Paket dran bauen oder ich will da im Innenraum was machen. Wenn ihr da ein paar Euro mehr habt, dann lohnt sich da auch ein Performance-Schaltknopf oder irgendwas anderes. Mit Performance-Schaltsack seid ihr bei 100 Euro ungefähr. Das sieht schon cool aus, ist ein cooles Gefühl, ist wertig, ist schön. Aber die Leute, die sagen, yo, ich habe jetzt diesen normalen Standard-Schaltknopf da drin und ich will einfach bloß für so wenig wie möglich Geld einfach dort ein kleines Upgrade bringen. Freunde, da hindere ich euch da nicht dran. Ist zwar nie geil und ihr müsst doch darauf achten, dass ihr den richtigen kriegt mit 6-Gang und... Naja, Freunde, naja. Wenn ihr das niemandem sagt, wenn ihr mir das nie per Instagram schickt, ein Bild davon, macht's in eurem E90 Vorfacelift ohne M-Paket. Okay. Freunde, ich würde sagen, in diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Wenn euch jetzt interessiert, was ich alles für Innenraummods an diesem Auto gemacht habe, verlinke ich euch jetzt hier irgendwo ein Video. Schaut euch das gerne an. Ich würde sagen, Freunde, in diesem Sinne, Regenrinne, bis zum nächsten Video wieder. Haut rein und tschüss.